Erstens, die Mehrheit der Österreicher hat den Herrn Kurz nicht gewählt. Es geht um Demokratie. Wenn ein Bundeskanzler meint, mit 34% mit den anderen nicht mehr reden zu müssen und 100% der Macht in Anspruch nehmen zu können, dann irrt er. Und dann ist eine ganz zentrale Aufgabe des Parlaments, hier die Grenze zu setzen. Und ich sage es noch einmal deutlich, der Herr Kurz hat 10 Tage Zeit gehabt. 10 Tage Zeit gehabt, mit der Bevölkerung, mit den Parlamentariern zu reden. Er hat nichts getan. Er hat kein Angebot gemacht. Und nachdem er das nicht gemacht hat, ist es eine Verpflichtung jedes Mandatars, diese autoritäre Haltung, nämlich wir wissen mit 35% alles, was in dieser Republik geschehen soll, mit dieser muss man klar Nein sagen. Und ich sage da klar Nein. Bringt man nicht Instabilität in die Republik, wenn jetzt eine Regierung abgewählt wird und eine neue installiert wird, die auch keine Mehrheit im Parlament hat? Noch einmal, es ist die Aufgabe des Bundespräsidenten, jetzt eine Übergangsregierung zu finden. Da gibt es Personen, die hier drüber stehen. Da kann es auch eine Mehrheit für einen Übergang geben. Aber noch einmal ganz deutlich, der Herr Kurz hat bestenfalls 35%. Die Mehrheit der Österreicher hat er nicht. Und in jeder Koalitionsregierung geht es darum, eine Mehrheit zu finden. Und man kann nicht mit 35% über die restlichen 65% rüberfahren. Herr Kurz hat das bewiesen, dass er das will, zum Beispiel beim Karfreitag. Er hat alle Personen, die evangelische Glaubensbekenntnis haben, mit über dieser drüber gefahren. Er hat ihnen einen Feiertag weggenommen. Und wenn das die Zukunft in Österreich sein soll, dann werde ich ganz klar aufstellen und Nein sagen. Und ich sage heute Nein. Aber warum können die neu angelobten Experten nicht drinnen bleiben? Das sind ja keine ÖVP-Politiker. Warum müssen auch die gehen? Noch einmal, es ist eine Bundesregierung, eine Regierung der ÖVP, eine Einparteienregierung. Sie hat sich daher Kurz ausgesucht, okay, seine Sache, aber diese haben nicht das Vertrauen der SPÖ, beziehungsweise sie sind nicht im Einvernehmen festgelegt worden, und wenn man darüber spricht, kann man darüber sprechen, aber es geht jetzt ganz deutlich dazu, es kann mit 35% keine Alleinregierung der ÖVP geben.